Ja, Tag, Leute, heute zeige ich euch mal meine neue umgebaute Gabel vorne, beziehungsweise sehe ich gerade, dass da noch was dran fehlt. Heute habe ich auch ein bisschen Licht dabei, da kann man auch besser die Gabel oben sehen, also die Tachoverkleidung. Heute sieht man alles besser. Und ich habe ja das Teil auch schwarz gemacht. Hier sind die Hüllen drauf. Jetzt muss ich hier noch die Kappen draufsetzen, die ich noch in der Tasche habe. Aber ich finde, durch das schwarze gemachte sieht es jetzt doch vollkommener irgendwie aus. Ja, vorher war das ja Chrom und das war Chrom. Die sehen jetzt auch gleich. Natürlich sind sie ein bisschen dicker geworden. Aber sieht insgesamt, möchte ich fast sagen, stimmiger aus. Hier habe ich noch eine selbstgebaute Achsverkleidung dabei. Die versuche ich jetzt mal einzubauen, einzusetzen. Hier, das ist gepulvert. An der Windestange dran. Ich schau mal, zeige ich gleich noch. Dann baue ich jetzt erstmal und mache nachher Stopp hier. So, jetzt das Ganze nochmal der Vollständigkeit halber. Mit den Kappen oben drauf. Was mir nicht ganz so gut gefällt, was mir schon beim Auspacken aufgefallen ist, ist, dass das zwar gepulvert ist oder eloxiert ist, aber nicht so schön schwarz ist wie das. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das nochmal ausbaue. Und nochmal selber pulvern. Ihr seht ja, das ist schön schwarz in der gleichen Farbe. Unten meine selbstgebaute Gabelabdeckung. Ja, Achsabdeckung. Hier habe ich es auch schwarz gepulvert. Das passt auch gut zusammen. Dann des Weiteren habe ich mich erkundigt, es reicht, wenn man ein Teil auf einer Seite hat. Man muss nicht vorne und hinten haben. Also werde ich die abmachen. Dann habe ich wenigstens vorne etwas Schönes. So sieht das jetzt jedenfalls aus, alles. Also da bin ich noch am Überlegen. Ja? Man müsste, weil es war eine ganz schöne Aktion, das Vorderrad da reinzuhängen wieder. Die Höhe der Gabel hinzubekommen, weil die Achse hier ist, hat eine Passung auf der Seite und auf der anderen Seite. Und wenn das nicht haargenau auf der Höhe ist, muss man ganz schön ackern. Also ich habe es ja jetzt wieder drin, aber das überlege ich mir noch, ob ich das noch mal verändern sollte. Ja. Das ist natürlich nicht ganz sauber jetzt. Ihr seht ja überall noch ein paar Fingerabdrücke. Will ja auch noch mal zeigen, wie es jetzt in Schwarz aussieht. Ja, ja die selbstgebaute aus dem alten Deckel. Ja, also ein alter Deckel ist schon ein neuer Deckel, aber einfach ein Deckel genommen. Den ein bisschen abgeschnitten, damit man die Winde nicht sieht. Ja, es ist noch nicht ganz fest. Ich muss es halt noch festmachen. Aber das kann sich schon sehen lassen. Das hier ist da Schmutz zwischen. Ja, da ist ein bisschen Schmutz irgendwann zwischen. Hier kommt noch eine Verkleidung rüber. Ja, hier oben habe ich abgebaut. Zwecks Pulvern. Das gibt es im nächsten Teil.